Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Visual Basic Tutorial. In diesem Tutorial möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr einen QR-Code erstellen könnt. Und zwar sieht das Ganze zum Beispiel so aus. Daten, Test, Enter. Und zwar funktioniert das im Code wie folgt. Wir haben einmal den Generieren-Button, der letztendlich durch dessen Klick die Funktion aufgerufen wird, die der PictureBox-Image-Property Eigenschaft letztendlich das neue Bild zuweist. Und zwar haben wir hier einmal den Text, den wir aus der Textbox entnehmen, was letztendlich die Daten widerspiegelt und die letztendliche Größe des Images. So, die Funktion an sich ist so aufgebaut, dass wir einen Webclient benutzen zum Downloaden der Daten. Die ganze Geschichte geschieht über die Google API, Chart Google API, und wir übergeben hier halt diverse Parameter wie die Weite, also Width, die Höhe. Und noch ein paar andere Daten, was letztendlich gemacht wird, nämlich einen QR-Code zu erzeugen und die letztendlichen Daten selber, die wir mit Escape Data String tricksen müssen. Ich habe hier extra diese Variante genommen. Da gab es auch, glaube ich, noch von HTTP Utility oder sowas, was erst ab .NET Framework 4 oder sowas da war. Gibt es auch so eine ähnliche Funktion, aber die ist halt schon ab 2.0 verfügbar, damit ihr die Framework-Version eben halt lower, tiefer halten könnt. Immer dieses Denglischen. Ich gebe hier einfach mal den ganzen URL-Krams wieder, damit ihr das mal sehen könnt. Bla bla bla, Leerzeichen, bla bla bla. Das heißt, dieses Leerzeichen wird jetzt zum Beispiel als Prozent 20 encodiert. Wenn wir das nicht tun würden, hätten wir halt ein Problem und wir würden einen Fehler bekommen. Dann sagt letztendlich, beziehungsweise sagen wir dem Webclient, downloade mal bitte die Daten von der URL. Die ganze Geschichte wird dann in ein Byte Array gepackt und aus dem Byte Array stellen wir dann letztendlich diese Bitmap her. Und zwar hiermit, via des Memory Streams, und letztendlich können wir außerhalb diesen, beziehungsweise durch diesen Memory Stream via Bitmap from Stream Funktion letztendlich die Bitmap erstellen. Die geben wir dann letztendlich wieder am Ende der Funktion, ist ja ganz easy gemacht, und schon weisen wir der PictureBox Image Eigenschaft die neue Bitmap zu, was den QR-Code darstellt. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.